Hi Leute, wir packen heute endlich zusammen den gehypten Paul Valentine Adventskalender aus. So sieht er hier aus, wie jedes Jahr wirklich ein wunderschönes Design. Den Adventskalender gibt es in 3 Farben, in Gold, Silber und Roségold. Und ich habe mich natürlich wie immer für Gold entschieden, weil ich am liebsten goldenen Schmuck trage. Und hier wird nicht nur Schmuck drin sein, sondern noch einiges mehr. Und ich bin selber sehr gespannt auf den Inhalt. Den Adventskalender verlinke ich euch in der Infobox. Ich würde euch definitiv raten, schnell zuzuschlagen, weil die Adventskalender von Paul Valentine immer sehr schnell ausverkauft sind, weil der Inhalt eben so überzeugend ist. Und der Adventskalender soll auch einen Wert von über 600 Euro haben. Den genauen Wert werde ich euch natürlich am Ende wie immer einblenden. Und wie gesagt, ich bin schon selber sehr gespannt auf die Produkte. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch schon gleich mit dem Video. Natürlich könnt ihr diesen Adventskalender hier im Video auch gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur unten hier kostenlos meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen, diesem Video einen Daumen nach oben geben und etwas in die Kommentare schreiben. Vergesst auf keinen Fall euren Instagram-Namen dahinter zu schreiben oder eine andere Kontaktmöglichkeit, falls ihr kein Instagram habt, damit ich euch eben kontaktieren kann, falls ihr gewonnen haben solltet. Und es wird auch einer in Gold verlost. Ja, so viel erstmal dazu. Ich würde sagen, wir packen hier direkt mal aus und dann zeige ich euch den Kalender auch gerne nochmal von innen. Also schaut euch das mal an. Das ist wirklich so eine wunderschöne Verpackung, die man auch wirklich wiederverwenden kann. Also die geben sich immer sehr viel Mühe beim Packaging. Und ja, hier habe ich auch schon das erste Türchen gefunden. Und wie ihr seht, das kann man auch sehr schön hier rausziehen. Und ich würde sagen, wir packen direkt mal aus. Ich bin so gespannt darauf. In Türchen Nummer 1 haben wir hier ein Schmuckstück von Paul Valentine drin. So schaut das hier aus. Es ist nämlich verpackt. Und wir packen das natürlich gemeinsam aus. Ich bin so gespannt. Die haben ja wirklich auch wunderschönen Schmuck. Und wie gesagt, mein Schmuck wird Gold sein, nicht jedermanns Geschmack, aber wenn ihr auf Roségold oder auf Silber steht, dann könnt ihr wie gesagt auch den Kalender in anderen Farben bestellen. Hier haben wir eine Kette drin, die wirklich unfassbar schön aussieht. Was ich hier richtig toll finde, man kann sie verstellen in der Größe. Ich werde es jetzt mal hier zumachen und ja, ihr habt hier so einen Stein dran, auch in der Farbe des Adventskalenders. Ich finde, das passt wirklich sehr gut und ich finde, die Kette sieht halt auch wirklich unfassbar schön aus. Weiter geht es mit Türchen Nummer 2 und das ist so Gold. Ich finde, das sieht richtig schön aus und hier haben wir keinen Schmuck drin von Paul Valentine, sondern ein Rituals-Produkt. Ritual of Ayurveda. Das ist ein Rich Body Oil. Das sind 30 Milliliter. Von Bodyöl braucht man sowieso nicht so viel, deswegen ist die Größe vollkommen in Ordnung und da habt ihr wirklich lange was von. Und ich liebe Rituals-Produkte, Leute. Besonders diese rote Linie. Oh, es riecht so lecker. Oh, da freue ich mich jetzt schon voll drauf. Also, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was der Adventskalender noch zu bieten hat. Deswegen machen wir direkt mal weiter mit Türchen Nummer 3. Hier haben wir wirklich wunderschöne Ohrstecker drin und ich wollte mir sowieso die ganze Zeit noch mein zweites Ohrloch stechen. Und wenn ich das jetzt wieder sehe, denke ich mir, ich hätte so gerne noch ein zweites Ohrloch. Ich finde, die passen auch wirklich sehr gut zu der Kette, die ich euch gerade gezeigt habe. Ich werde sie gleich nochmal näher zeigen. Falls das hier ein bisschen überbelichtet sein sollte, blende ich es natürlich nochmal ein. Die sind nicht komplett rund, sondern die haben auch genauso diese ovale, etwas eckige Form. Aber wie gesagt, ich blende euch das sowieso nochmal näher ein, damit ihr das sehen könnt. Und es sieht wirklich unfassbar schön und edel aus. Weiter geht es mit Türchen Nummer 4. Mal wieder ein wunderschönes goldenes Türchen. Und mal schauen, ob wir hier auch wieder ein Schmuckstück drin haben oder etwas anderes. Und es ist mal wieder ein Schmuckstück. Ich freue mich immer so sehr über die Schmuckstücke, weil die haben wirklich unfassbar schönen Schmuck. Ich bin gespannt, was haben wir hier? Sind das auch wieder Ohrringe? Hier haben wir wirklich einen wunderschönen Earcuff, Leute. Der sieht so unfassbar schön aus. Ich glaube, das könnt ihr dann auch so erkennen. Der sieht so edel und hochwertig aus. Den habe ich mir hier jetzt mal direkt mal rangesteckt und er bleibt jetzt auch da, wo er ist. Ja, machen wir weiter mit Türchen Nummer 5. Dann sind wir auch nur noch ein Türchen entfernt von Nikolaus. Bin ich sehr gespannt. Hier ist Türchen Nummer 5 auch wieder ein goldenes. Und hier haben wir wieder ein Rituals-Produkt. Oh mein Gott, Spring Love Happifying Body Mist. Ritual of Holy, das kenne ich noch gar nicht. White Lily and Peach Blossom. Wird bestimmt richtig gut riechen. Also das ist einfach so ein Körperspray. Das sind ganze 20 Milliliter. Und ich werde mir das direkt mal auf meinen Arm sprühen, weil ich sehr gespannt bin, wie das riecht. Oh mein Gott, Leute, das riecht so lecker. Oh mein Gott. Oh, es riecht so toll. Das riecht wirklich mega gut. Also ja, das ist das nächste Produkt, was wir hier drin haben. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Türchen Nummer 6. Ja, das muss bestimmt was ganz Besonderes sein. Und da haben wir, oh ja, hier ist was Besonderes drin.
Und zwar ein Gua Sha von Rosenthal. Rosenthal sollte jeder von euch kennen. Die haben ja auch diese Roller. Und das ist hier einfach so ein Gua Sha. Das ist einfach so ein Stein, womit man das Gesicht massieren kann. Also das sollte, glaube ich, auch fast jeder von euch kennen. Und das ist von der Marke Rosenthal. So, ich glaube, so kann man das auch wirklich ganz gut erkennen. Wirklich ein richtig, richtig cooles Teil. Wirklich super für Türchen Nummer 6 und ich freue mich sehr darüber. Wir machen weiter mit Türchen Nummer 7. Hier haben wir wieder ein Schmuckstück drin. Ich vermute, dass es irgendwie eine Kette oder ein Armband ist. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Oh mein Gott, das sieht so wunderschön aus. Leute, das ist ein wunderschönes Armband. Schaut euch das mal bitte an. Schaut mal, hier unten hängt dann auch nochmal das Logo dran von Paul Valentine. Das sieht auch unfassbar edel aus. Und so sieht das Armband aus. Türchen Nummer 8 haben wir hier ganz unten. Und da haben wir wieder ein Schmuckstück drin. Da haben wir, glaube ich, Ohrringe drin. Oh mein Gott, die sind so, so, so schön. Also Leute, ich finde wirklich, das ist bisher der beste Kalender, den Paul Valentine, glaube ich, rausgebracht hat. Schaut euch mal diese wunderschönen Kreolen an. Das sind halt Kreolen. Die sind Gold. Sehr schlicht, aber sehr, sehr edel. Solche Kreolen habe ich mir wirklich schon sehr lange gewünscht, um ehrlich zu sein. Also die sehen wirklich hammermäßig schön aus. Und ich glaube, die tausche ich auch direkt mal aus durch meine Ohrringe, die ich jetzt gerade trage. Ey, die sind so schön. Dann könnt ihr sie direkt auch mal an mir getragen sehen. Und dann lasse ich die direkt an. Dann bin ich direkt mal eingedeckt mit neuem Schmuck. Ey, wie schön sind die bitte? Guck mal. Die sehen hammermäßig schön aus. So, weiter geht es mit Türchen Nummer 9 und das ist wirklich riesengroß. Da bin ich sehr gespannt, was wir hier drin haben werden. Und hier haben wir wieder ein Produkt von Rituals drin und zwar haben wir hier Ritual of Karma. Richtig, richtig guter Duft und das ist eine Handcreme, eine Handlotion. Werde ich auch mal direkt ausprobieren. Ich mag den Duft, vielleicht kann ich den auch ein bisschen besser beschreiben, aber ja, es riecht einfach so frisch, ne? Das riecht so toll. Ich liebe, liebe, liebe Rituals und das ist auch eine, ja, große Größe und wie gesagt, Handcreme im Winter, besser geht's gar nicht, oder? Vor allem muss man auch wirklich dazu sagen, dass es sehr, sehr hochwertige Produkte natürlich auch sind. Und ja, wir machen direkt weiter mit Türchen Nummer 10. Habe ich auch schon direkt gefunden. Und hier ist, glaube ich, wieder Schmuck drin. Nee, doch nicht. Hier ist was anderes drin. Und zwar eine Maske von Rosenthal. Das ist auch keine Maske, sondern Glow and Repair Eye Patches. A3 Silk Patch nennt sich das Ganze. Ist, wie gesagt, von Rosenthal. Und ich glaube, Augenpads liebt ja jeder, oder? Türchen Nummer 11. Ich weiß nicht, ob ich die Ohrringe jetzt wechseln soll oder nicht. Genau dieselben Ohrringe, die ich auch als Earcuff habe. So sehen die aus. Ach, das sieht man jetzt so schlecht, weil ich kann die, oder ich mache sie mal hier an meinen kleinen Finger rauf. Vielleicht könnt ihr es dann besser sehen. Es sind wirklich wunderschöne Kreolen. So schauen die aus. Und wie gesagt, als Ohrringe. Also wirklich genau das Gleiche, was ich hier als Earcuff raufgetan habe. Einfach als Ohrring. Die sehen so hochwertig und schön aus. Weiter geht es mit Türchen Nummer 12, war direkt nebenan. Und da frage ich mich wirklich, was da drin ist, weil es wirklich ein sehr, sehr großes Türchen ist. Und hier haben wir einen Haarreif drin. Oh mein Gott, der ist von, ich wusste es, Invisibobble. Richtig, richtig cool. Guckt euch das mal an. Ich hatte euch den auch mal in einem DM-Haul gezeigt. Also der war ganz einfach ohne das hier. Ich finde die Farbe wirklich wunderschön, gerade für Herbst und Winter. Und der macht keine Kopfschmerzen. Das finde ich richtig, richtig cool. Also der ist aus so einem weichen Material. Und ja, ist einfach ein Haarreif von Invisibobble. Braucht meiner Meinung nach auch jeder. Gerade beim Abschminken oder eben Schminken ist das wirklich eine sehr, sehr praktische Sache. Und der sieht zudem auch wirklich sehr hübsch aus. Kann man direkt dann auch in Frisuren integrieren. Türchen Nummer 13 ist wieder etwas kleiner. Und hier haben wir wieder ein Produkt von Rituals drin. Und zwar The Ritual of Namaste Natural Skincare Purify Eye Makeup Remover. Finde ich richtig, richtig cool. Das sind 30 Milliliter. Das kann man direkt mal ausprobieren, um mal sein Make-up abzuschminken. Und mein Gott, es riecht richtig lecker. Freue ich mich auf jeden Fall schon, mein Augen-Make-up damit abzuschminken. Die 14 ist direkt nebenan gewesen. Und auch die packe ich direkt mal aus. Und hier ist wieder ein Schmuckstück drin. Ich bin so gespannt, welches. Die haben wirklich dieses Jahr ganz, ganz, ganz tollen Schmuck reingetan, wirklich. Der ist wirklich mega. Also wie gesagt, wenn ihr diesen Kalender haben möchtet, kauft ihn euch jetzt, weil wenn ihr irgendwie im Oktober oder November drauf kommt, dass ihr den Adventskalender haben möchtet, der wird das safe nicht mehr da sein. Okay, wow, das ist ein Armband, ein wunderschönes Armband. Ich kann heute leider nicht alles anziehen, aber auch das hätte ich gerne angezogen mit dem Paul Valentine Logo. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Die haben einfach hammermäßigen Schmuck hier drin. Und nicht nur Schmuck, sondern auch viele tolle andere Sachen. Dann machen wir direkt mal weiter mit Türchen 15. Ist auch direkt hier.
Und hier haben wir ein Produkt von Rosenthal drin. Das sind Face Yoga Drops. Finde ich auch richtig cool. Also ein Gesichtsprodukt. Das sind, ich weiß jetzt nicht, wie viel Milliliter das sind. Kann ich euch gegebenenfalls nochmal hier einblenden. Aber Rosenthal will, glaube ich, auch jeder mal ausprobieren. Deswegen eignet sich das hier richtig gut, dass sowas auch mal hier drin ist im Kalender. Türchen Nummer 16. Wo haben wir die 16? Hier, habe ich auch schon direkt gefunden. Ist etwas kleiner. Und hier ist wieder Schmuck drin. Über Schmuck freue ich mich eigentlich am meisten, um ehrlich zu sein. Die haben echt hammermäßige Sachen. Und was haben wir hier? Sind das auch Ohrringe? Ich hoffe, ja, es sind Ohrringe, die wunderschön sind. Es sind auch so Kreolen, aber so längliche. Guckt euch das mal an. Die sehen so hammermäßig aus. Auch super edel. Kann ich mir auch sehr, sehr gut für den Alltag vorstellen, als auch mit dem Abendkleid. So, Türchen 17. Wo haben wir hier die 17? 17. Ist ausgeschrieben, die Zahl dieses Mal. Und hier haben wir von Naked Beauty, oh mein Gott, wie cool, Microblading Eyebrow Pen. Okay, machen wir das doch direkt mal auf und schauen uns das Ganze mal von nahem an. So sieht das Ganze hier aus und ihr habt dann quasi so einen Augenbrauenstift, der feine Härchen zeichnet. Ich kann euch das hier gerne mal zeigen. Seht ihr das? Richtig, richtig cool. Und dann habt ihr hier quasi so einen natürlichen Look. Seht ihr das? Es malt wirklich unfassbar gut. Auch ein richtig cooles Produkt, muss ich echt sagen. Ich weiß jetzt eh schon, dass ich den Kalender jetzt gleich selber nochmal bestellen werde, weil ich wahrscheinlich einige davon verschenken werde. Nicht nur einen, sondern einige. Ja, hier haben wir wieder einen Earcuff drin. Wirklich auch einen sehr, sehr schönen Earcuff. So sieht der hier aus. Der ist ganz glatt. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ich glaube, ja. Der ist wirklich ganz, ganz glatt. Und ja, schaut so aus. Wenn man Earcuffs mag, ist das wirklich ein wunderschöner Earcuff. Sieht auch wirklich sehr hochwertig und edel aus. Und das finde ich das Besondere an Paul Valentine. Türchen Nummer 19 ist auch wieder riesig. Wirklich riesig. Und da schauen wir direkt mal rein. Hier haben wir aber ein kleines Produkt drin. Und zwar auch wieder Schmuck. Aber wir werden schauen, was da drin ist. Ist das ein Ohrring oder was genau ist das? Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Aber ich könnte meinen, das ist ein Ohrring. Es sieht aber richtig cool aus. Schaut mal, so sieht das Ganze hier aus. Da war auch nur einer drin. Ey, das sieht aber richtig cool aus. Wahrscheinlich ist das auch nur für ein Ohrloch gedacht, um einfach das Ganze nochmal aufzupeppen. Echt ein cooles Ding. Ja, gefällt mir. So, Türchen Nummer 20. Auch wieder riesengroß und gold. 20 steht hier drauf. Und hier haben wir wieder ein Produkt von Rituals drin. Einer meiner liebsten Produkte, Leute. Und zwar ist das hier Ritual of Sakura. Ein Shower Gel. Also so ein, Duschschaum quasi. Das ist 50 Milliliter. Und wie gesagt, die perfekte Größe. Auch so zum Mitnehmen und so. Einfach nur der Wahnsinn. Ich glaube, das ist wirklich so der Bestseller bei Rituals. Kauft meiner Meinung nach echt fast jeder, den ich persönlich kenne. Wirklich eine hammermäßige Sorte, gerade bei Duschgel. Ja, dann machen wir direkt mal die 21 auf und auch die ist Gold. Hier ist sie auch schon und hier haben wir wieder Schmuck drin. Oh mein Gott, Leute, über Schmuck freue ich mich, wie gesagt, am meisten. Mal schauen, was wir jetzt hier so Schönes drin haben. Sieht nach einer Kette aus. Oh mein Gott, es ist eine Kette und die ist wunderschön, Leute. Also mehr wunderschön geht nicht. Guckt euch das mal an. Es ist wirklich eine richtig, richtig krass schöne Kette. Die passt einfach zu allem und sieht einfach mega aus. Ich freue mich schon richtig, die zu tragen. Die ist auch wirklich sehr, sehr hochwertig. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich freue mich so sehr. Glaubt es mir, Leute, es ist wirklich einer der Bestkalender 2021. Ich kann es nur 20 Mal wiederholen. So, jetzt 22. Der Geburtstag meiner Mutter. 22. Nicht so voreilig. Und hier haben wir Invisibobbles drin. Oh mein Gott, aber richtig schöne. So sehen die hier aus. Ich hole auch gerne mal eins für euch raus, damit ihr das sehen könnt. Ich habe euch ja gesagt, dass ich Invisibobbles liebe. Die sind so pink. Ja, also so durchsichtig und pink so von innen. Sieht richtig toll aus. Wie gesagt, kann man auch immer gebrauchen. Invisibobbles gehen sowieso immer. Jetzt nur noch die 23 und die 24. So, die 24 habe ich natürlich schon entdeckt. Die 23 ist hier oben. Richtig groß mal wieder. Und was ist dort wohl drin? Wir werden sehen. Von Rituals Elixir Collection. Ein Refreshing Dry Shampoo. Oha, voll cool. 50 Milliliter. Ich habe noch nie ein Trockenshampoo von Rituals probiert. Deswegen finde ich das jetzt richtig spannend, dass das jetzt hier drin war. Ja, was soll ich sagen? Ich finde es richtig nice. Und jetzt nur noch die 24. Und die ist bestimmt noch nicer als alles andere. Wir werden direkt mal reinschauen und uns das live ansehen.
Ich kann schon gar nicht mehr reden, weil ich so aufgeregt bin. Hier haben wir wieder natürlich ein Schmuckstück drin. Und dieses Schmuckstück wird bestimmt der absolute Hammer sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh mein Gott. Ja, wir haben hier die passende, das passende Armband zur Kette aus Türchen Nummer 1. Kurz zeigen, ist genau derselbe Stein. Und ich liebe einfach, wenn das wirklich so, wie soll ich euch das sagen? Also es besteht aus zwei Arten von Ketten, das Armband. Einmal so und einmal so. Ich komme noch mal ein bisschen näher dran, damit ihr euch den Stein noch mal anschauen könnt. Also dieser Kalender wurde wirklich perfekt aufeinander abgestimmt. Wie gesagt, einer der besten Adventskalender 2021. Da gebe ich mein Siegel drauf. Und wie gesagt, wenn ihr den haben möchtet, seid auf jeden Fall schnell. Bestellt ihn euch. Weil wenn ihr dann im Oktober oder November noch mal dran denkt und sagt, ich glaube, ich hätte den doch ganz gerne, wird er leider ausverkauft sein. Und ja, wie gesagt, nutzt auf jeden Fall die Chance, solange der noch da ist. Der ist der absolute Hammer, der Kalender. Ja, Leute, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, der Adventskalender hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich werde ihn euch, wie gesagt, in der Infobox verlinken. Macht auch sehr, sehr gerne bei der Verlosung mit. Und dann sehen wir uns auch schon zum nächsten Adventskalender-Unboxing sehr, sehr bald wieder. Also bis bald. Ciao!